Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, in der letzten Folge waren wir hier hinter und also beim Tor des Bogens, haben so einige Gegner hinter uns gelassen, sind dann letztendlich da wieder runtergekommen. Und in dieser Folge müssen wir jetzt mal schauen, wir müssen über die Brücke wieder zurück. Ich sehe übrigens gerade was Neues. Oben links hat sie jetzt so Pfeile reingemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man jetzt da die Dinger einlegen soll. Ich werde aber trotzdem versuchen, auf der Karte nach rechts erstmal zu kommen, weil wir da die drei Dinger ja noch haben. Beziehungsweise vier, wenn man das oben mitrechnet. Und oben rechts ist ja auch noch so ein ganz großes Symbol. Also wir müssen erstmal hier runter. Das ist schon mal das Erste, was wir Schau mal, definitiv machen ich glaube, dass sollten. dein knallharter Ruf dir diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht Unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Es stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. Oh, das ist kein Witz. Ich will dem Niveau anfassen. Oh, leg dich nicht mit Ross an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Das ist definitiv richtig. So, jetzt ist die Frage, jetzt bin ich gerade hier. Wir müssten ja eigentlich nach rechts durch. Ich glaube, es wäre dann am effektivsten, wenn wir dann quasi zurücksetzen auf der anderen Seite und dann da durch. Dass wir hier doch andersrum fahren. So. Es geht rein. Warum lädt der hier plötzlich? Ich bin jetzt das zweite Mal, also in zwei verschiedenen Folgen, versteht sich, durch genau diesen Eingang gekommen und alle beide Male war der jetzt plötzlich am Laden. Also es war irgendwie ein bisschen seltsam. So, sieht fast so aus, als ob wir da die Treppen hoch müssen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist ein Geländewagen, der muss das ja abkönnen. Und da wahrscheinlich weiter, ne? Genau da weiter. So. Ist jetzt ein bisschen blöd und ein bisschen durcheinander letztendlich, ich weiß. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Ach, das war das mit den Glocken, okay. Aber, ach Moment, hier ist aber hinter uns soll was sein. Ich schaue mich nur kurz um. Viel Erfolg. Ich glaube, nee, ich habe nichts gesehen. Doch, da. Was ist das denn hier? Okay, dann mal los. Aber hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Weil das Ding rechts, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ich bin ja auch durchgelaufen und alles. Frage ist nur, das habe ich mir nämlich angesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon jetzt ein Foto gemacht hatte. Gucken wir mal hier oben drauf. Was kann man da drüber? Muss ich das hochziehen eventuell oder? Das könnte ich höchstens noch, aber das ist auch unlogisch. Ah, oder so. Ein Hoch auf die Physik. Ja, cool. Jetzt muss ich. Nee, das geht aber von hier aus, okay. Nein, du sollst einfach nur da reinspringen, mehr nicht. Genau.
So ist gut. Dankeschön. Klasse. Oh nein. Okay, problematisch ist jetzt natürlich, dass ich nicht weiß, wo sie ist. Ich sehe den Wagen. Wo bist du? Ja, natürlich. Natürlich. Und ich sag noch so schön, wenn die nicht hier rumspazieren. Wir sind nicht allein. Ich werde dich finden. Mhm. Immer die üblichen Versprechen. Du glaubst es aber nur. Na, la, la. Man kann auch die Leichen nicht irgendwie wegschleppen oder so, ne? Ich bin das von Assassin's Creed gewöhnt, dass man das kann. Oh, was macht denn der Typ jetzt dahinter? Kommt der hier rum? Was meinst du mit da vorne? Kommen aber keine mehr. Oder meinst du jetzt da irgendwie? Keine Ahnung. Ich würde die gerne ausschalten, Mädel. Ist nur die Frage, wo ist der Typ denn jetzt überhaupt hin? Jetzt läuft der hier nicht mehr rum, oder was? Willst du mich jetzt hier? Geh mir doch nicht auf die Nerven. Kommst du jetzt auch mal zu uns oder müssen wir jetzt hier total umständlich gucken, dass wir dich erledigt bekommen? Jetzt ist er da hinten. Wenn ich jetzt da hochgehe, kommt er unter Garantie nach hier unten ins Gras. Hm? Hier drüben hat einen erwischt. Nein. Aber der ist auch nicht so clever, um mal da zu gucken, wo die Leiche liegt. Och, Leute, seid ihr denn wirklich so dämlich? Ist da hinten jetzt noch einer? Hier ist nichts. Hast du was? Alles sauber. Okay, du gehst da lang, ich suche hier. Verstanden? Das hört sich so an, als... Naja, kommt aber nicht nach hier. Ja, geh hoch, komm. Die gehen mir langsam aber sicher auf die Nerven. Die sollen sich hier nicht immer wieder verstecken? Die sollen mal zu meinem Gras rüberkommen. Komm zu mir. Komm zu mir. Danke! Ich war gerade drauf und dran den... Oh. Also sie ist ja sehr effektiv, das muss man ihr erlassen. Aber wenn die sich dann da drauf stürzt, wenn man gerade sich vorbereiten ist, den umzubringen, das kann mitunter schon mal was nervig sein. Wenn ich jetzt wüsste, ob links einer ist, würde ich mir den jetzt eigentlich schnappen. Komm her. Will irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Gut, der läuft jetzt noch da. Da kann ich mich aber auch nirgendwo verstecken. Sind das jetzt nur noch die drei? Also andere sehe ich jetzt im Moment auch nicht. Die laufen natürlich jetzt wieder komplett falsch. Keine Spur von ihm. Hast du was? Alles sauber soweit. Such du da drüben. Schau hier nach. Genau, alles sauber. Jetzt kommen sie beide, oder was? Och, euer Ernst. Bloß nicht in Deckung gehen. Oh,
nicht. Bei dir? Hier ist nichts. Such da drüben, dann schaue ich hier nach. Wird gemacht. Na komm. Jetzt läuft der nicht da oben rum, wo ich eben die ganze Zeit gewesen bin. Kommt der denn wenigstens nach hier? Nein, natürlich nicht. Oh, wo sind die andere jetzt? Dieses Versteckspielchen. Da oben ist er. Und tanzt irgendwie anscheinend. Ich weiß nicht, ob er auf einer Stelle geht oder wirklich am Tanzen ist. Oh. Ich würde euch gerne so ausschalten, aber ihr Idioten bewegt euch ja immer so dämlich. Na komm, komm. Jetzt geht er hier rum, oder was? Komm. Verflucht knapp. Jetzt geht er doch nicht mehr ernsthaft da hinten. Ja, dann gehen wir den einen jetzt mal eben killen. Oh, Leute, das ist hier wirklich... Wo ist denn der andere? Da. So, sag mir, wo du hin willst. So, geht doch. Jungs, ganz ehrlich. Okay, alles sauber. Meine ich doch. Hast du da unten irgendwas gefunden? Ja, da ist doch was. Okay. Naja, da war was, ne? Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Moment, wir sind jetzt da. Wir müssten quasi geradeaus und einmal rechts zum Fluss. Meint die wahrscheinlich jetzt die Stelle hier mit, oder? Nee, das ist der Fluss, der da hochgeht. Also da hinten, wo wir ja eigentlich rumgefahren sind letztes Mal. Ach, da unten ist unser Auto. Moment. Hallo, Mädel? Du darfst gerne laufen, anstatt so langsam gemütlich hier durch die Dinger durchzugehen. Durch das Gras und so. Komm ich hier hoch? Nee, natürlich nicht. Natürlich muss ich jetzt hier erstmal irgendwie wieder diesen blöden Umweg laufen, um überhaupt hochzukommen. So, da haben wir auch eine Kiste drin. Sehr schön. Machen wir natürlich auf. Ich denke ja immer noch, es kann ja sein, dass man dann doch nochmal irgendeine Errungenschaft kriegt oder so, ne? Oder vielleicht haben sie auch mal irgendwas Wertvolles dabei. Man weiß es ja nicht. Jetzt bin ich schon einmal rum. Na jetzt. So. Sehr schön. Ja, natürlich Handgranaten, aber die sind jetzt voll. Aber für meine Pistole haben sie noch was dabei. Das ist doch schön. So, da ist der Wagen. Den können wir mal kurz abholen. Ups, das hat sich irgendwie angehört, als ob ich auf irgendeine Leiche drauf gelandet bin. Das wollte ich nicht. Sorry. Hast du jetzt hier eingeparkt? Weil so habe ich mich eben nicht hingestellt. Achso, nee. Rückwärtsgang, nicht Vorwärtsgang. So, also da bei den Glocken vorbei. Da sind wir ja schon mal. Das weiß ich natürlich nicht. Das mit den Glocken scheint irgendwie so ein eigenes Rätsel zu sein hier. Wenn das wirklich mit den Glocken zu tun hat. Ich schaue mich nur kurz um. Ich warte hier. Ich
Bin mir nicht sicher. Da ist ja dieses eine. Das war hier vorne in der Ecke. Die Frage ist, oder können wir hier vielleicht einfach so... Oh, sind wir da nicht? Nee, wir sind, glaube ich, noch nicht da hoch, ne? Ah, da geht noch ein Gang entlang. Ah, da ist noch eine Glocke. Hm. Kann man die läuten? Hm, kann man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Aha, aha, aha. Dann nehme ich aber den. Sehr, sehr geil. Ich habe zwar jetzt ein totales Klingeln im Ohr irgendwie. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch jetzt gewesen ist. Aber sehr, sehr geil. Ja, dann haben wir es genau richtig gemacht, wo wir schon mal hier waren. Aber wir wussten nicht, dass hier oben noch eine Glocke war. Hüpf in meine Tasche, kleines Andenken. War das eine Schlange unten? Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Sehr, sehr geil. Okay. Das heißt, das haben wir auch schon mal. Das heißt aber gleichzeitig, wir müssen links herum, ja, quasi im Wasser noch was finden. Im Wasser ist natürlich immer so eine Sache. Ich würde eher dazu tendieren, das Auto nicht mitzunehmen. Ist das da oben am Wasserfall? Konntest du das nicht leiser erledigen? Nö. Was aufgespürt? Nö. Ein wenig Glück hatte ich. Gut gemacht. Okay. Frage ist jetzt, ist das im Wasserfall oder ist das jetzt da oben oder... Ne, das muss nochmal ein Stück höher sein und dann... Kommen wir hier mit dem Auto hoch oder war das zu verschlammt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir versuchen es mal. Ich meine aber, wir sind da schon mal hochgefahren. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, macht nichts. Der Wagen ist robust. Komm, 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 komm. Ich schaue mich nur kurz um. Ich beschäftige mich schon. Mach das. Da quasi nochmal hoch. Aber da links können wir doch gar nicht hoch, oder? Hm, das ist jetzt eine gute Frage. Oder sind wir da? Doch, da sind wir. Das sieht aber gut aus. Oder zumindest sieht es so aus, als ob wir hier irgendwas machen müssten. Okay. Ja, quasi genau da, wo ich bin, links von mir müsste das theoretisch sein. Wo natürlich nichts ist. Aber irgendwas muss hier sein. Hm. Hey, du sollst eigentlich nicht rollen. Du sollst eigentlich versuchen zu tauchen. Aber ich merke schon, das wird hier nichts. Ist das hier vielleicht ein bisschen tiefer oder so? Nee, ne? Ist auch nichts im Wasser drin. Hm, das ist mal eine Aufgabe. Ja, die mich verzweifeln lässt. Ja, mach es doch einfach. Das Ding soll direkt hinter mir sein. Aber das geht ja nicht. Das muss ja dann irgendwo hier im Schlamm sein. Da ist ja nichts.
Ich meine, kann natürlich sein, dass hier irgendwas hochkommt oder so, aber das denke ich mal eher nicht. Und da ein Baum ist auch nicht, so wie es aussieht. Und was hat das mit dem Ding da oben zu tun? Das ist halt auch noch so die Frage, weil das muss doch bestimmt auch irgendeine Bewandtnis haben. Kann die Trulla nicht einfach mal mitkommen? Dann kann sie mir helfen hier bei dem... bei dem Rätsel. Moment, ich hol die mal eben. Ich rutsch mal. Geht's schneller? Ich kann gar nicht rutschen. Na toll. Einmal will man mal rutschen und dann funktioniert das nicht. Das war ja klar. So, Mädel. Ich hab was gefunden. Ich wollte gerade sagen, was macht's denn jetzt? Danke für deine Nachsicht. Eigentlich ist sowas ganz scheiße, weil ich habe total nasse Räder und fahre jetzt hier hoch. So. Ich schaue mich nur kurz um. Ich bin hier. So. Wir können... können wir das Ding hier vielleicht rausziehen? Nee, können wir nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht die Lösung, die wir brauchen. Was war denn das da oben? Oder müssen wir da hinten hochlaufen? Da jetzt gerade noch ein bisschen blinken sehen. Ah, da ist noch so ein Teil. Mal sehen. Ja, ich kann dich nicht sehen, weil sie es nicht richtig zeigen. Ah, so eine Art Nilpferd. Okay. Da oben können wir jetzt springen. Frage ist nur, bringt uns das was? Gucken wir erstmal kurz. Oh, hier findet man nirgends eine schlechte Aussicht. Ne? Da drüben ist eine kleine Höhle. Eine Höhle? Wo sieht die denn bitte eine Höhle? Oder in diesen Felsen drin, oder was? Ach, da! Och, Leute. Dann lasst mich doch nicht zur anderen Seite gucken und sagt dann, dass da eine Höhle drin ist. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Kann ich mich aber nirgendwo mehr... Oh, ob ich das schaffe? Uiuiuiui. Okay. Boah, okay. Geschafft. Nun? Kannst dich nicht verstecken. Hä? Wieso hat der mir denn... 100 Jahre gewartet, damit ich dich finde. Wieso hat der mir denn angezeigt, dass das komplett woanders sein soll? Wo sind wir jetzt hier? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Nee, du sollst sie nicht aktualisieren. Vor allen Dingen zeichnet die komplett falsch. Komplett woanders, oben links in der Karte nämlich. Sie hat aber auf jeden Fall einen Strich durchgemacht. Siehst du, wir sind am Rande der Karte und ich habe das Ding jetzt da gefunden. Wollt ihr mich denn veräppeln, Leute? Also, lasst euch nicht von den Machern des Spiels veräppeln. Es ist nicht immer da, wo die Karte es anzeigt. Das ist jetzt so mein Fazit für heute. So, jetzt ist es ja eigentlich egal, ne? Jetzt kann ich ja hier... Upp. Okay. Hast du was? Ich habe was Kleines gefunden. Klasse. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal eben gucken, wie fahren wir jetzt am besten. Wir fahren jetzt da immer geradeaus. Und dann gucken wir nochmal, halten wir nochmal eben rechts, würde ich sagen. Oder gehen wir erst nach dem Kleinen gucken? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall nach links halten und immer geradeaus. Cool. Ich war gerade oben am Gucken. War nicht so schnell, sonst komme ich da nicht rum. Das war quasi dieses Ding. Wir sollten zu der Klippe mit den Wasserfällen. Oder möchtest du zuerst die restlichen Andenken finden? Okay. Ich will erst die restlichen Andenken finden. Ja, aber natürlich. Deswegen fahre ich ja dahin. Autsch. Ich wollte eigentlich nur bremsen und mal auf die Karte gucken. Aber so geht es natürlich auch. Okay, da müssen wir uns rechts halten.
Das war nämlich das, was ich wissen wollte, aber danke für den Stopp. So, können wir da jetzt direkt hoch? Irgendwie schon, aber ich weiß nicht, ob wir das von dieser Seite aus können. Okay. Das war das mit den... Doch, das war doch das mit den Affen hier, ne? Und da müssten wir noch eins auf jeden Fall holen. Kommst ja, genau. Verstanden. Das war das mit den Affen. Ja, mach dir diesen dämlichen Hinweis jetzt endlich mal raus. Ich bin doch hier komplett woanders. Ich will das doch gar nicht machen. So. Gehst du da durch? Einmal da hoch. So. Und wir können die hier einlegen. Perfekt. Nur noch die eine oben, genau. Ja gut, dann wissen wir aber auf jeden Fall schon mal, dass das stimmt. Dass dieses Rädchen im Endeffekt, dieses große, bedeutet, dass wir die hier einlegen müssen. Das heißt, wir holen noch das kleine und danach gehen wir dann zu dem anderen rüber. Wenn sie sich denn mal bewegen würde, heißt das natürlich. Ich würde aber gerne diesen blöden Hinweis hier mal rauskriegen. Mit der jetzt hier nicht die ganze Zeit im Weg rumhängt. Weil er zeigt uns ja jetzt im Endeffekt genau das andere an. Oh, wenn die wenigstens mit einer normalen Geschwindigkeit laufen würde. Eieiei. Es also ist schlimm. Dann, los geht's. So, das heißt, wir müssten quasi geradeaus und danach links. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, was jetzt besser ist. Ob wir jetzt hier... Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Ich weiß halt nicht, wie lange es dauern wird. Und wir sind jetzt schon bei knapp einer halben Stunde. Deswegen, nachher hat es wieder so übermäßig, Übermenge. Und das ist dann auch irgendwie blöd. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.